Windows Server 2019, Server Core Fokus im November, Rahmenbedingungen heute, damit wollen wir starten. Wenn ihr irgendeinen der Termine verpasst, könnt ihr jederzeit auf die Aufzeichnung zurückgreifen unter youtube.com/manfredhelber. Da findet ihr nicht nur diese Inhalte, sondern viele weitere spannende Dinge auch. Und heute schauen wir uns an, welche Editionen gibt es eigentlich mit der Server Core Installationsoption? Wie installieren wir das Ganze? Wie sieht die grundlegende Konfiguration aus? Wie verwalten wir das alle? Und das Interessante ist, gar nicht jeden Server gibt es mit der Server Core Installationsoption. Die ist nämlich vorbehalten bei den Windows Server 2019 Editionen, dem Standard und dem Data Center. Der Windows Server Essentials, den kann ich nicht als Server Core installieren. Interessanterweise werde ich zum Server Core häufig gefragt, ob der jetzt irgendwie günstiger ist, ob der weniger Lizenzkosten verursacht. Nein, der hat zwar eine reduzierte grafische Oberfläche, ist aber ansonsten genauso leistungsfähig wie ein Server mit GUI. Das heißt, aus Sicht der Lizenzierung ändert sich da so nichts. Das heißt, wir lizenzieren Windows Server 2019 Standard oder Data Center. Und bei der Installation können wir dann wählen, und das machen wir auch gleich. Da können wir wählen mit GUI oder als Server Core. Es wird im Laufe des Jahres noch ein anderes neues Betriebssystem geben, nämlich das Azure Stack HCI Operating System. Das ersetzt keines der zuvor gesehenen. Das ist eine neue Option, die es gibt, wenn wir einen starken Fokus auf der Hyperconverged Infrastructure haben. Und dieses Azure Stack HCI Operating System, das wird es nur als Server Core Installationsoption geben. Das bedeutet, wenn wir uns dafür entscheiden, dann wird es immer ein Server Core sein. Beim Windows Server 2019 haben wir die Wahl. Jetzt gibt es ja noch einen kostenfreien Hyper-V-Server. Der kostenfreie Hyper-V-Server, wie es der Name sagt, ist kostenfrei, um Hyper-V zur Verfügung zu stellen. Den gibt es auch nur als Server Core. Da fällt mir ein Missverständnis auf, was es sehr, sehr häufig gibt. Sehr häufig merke ich, wenn ich über den Server Core spreche, dass meine Gesprächspartner eigentlich den kostenfreien Hyper-V-Server jetzt verstanden haben. Das ist aber gar nicht der Server Core. Also das wäre ein falscher Zusammenhang, den man dort herstellt. Den kostenfreien Hyper-V-Server gibt es auch wie das Azure Stack HCI Operating System nur in der Server Core Installationsoption. Der Server Core ist aber nicht eine festgelegte Edition. Also der kostenfreie Hyper-V-Server ist nicht der Server Core, sondern es ist eine Variante des Windows Servers, der sich halt nur als Server Core installieren lässt. Server 2019 Standard und Data Center lassen sich als Server Core oder mit GUI installieren. Und das Azure Stack HCI OS, das ist ja kein Windows Server vom Namen her, aber technisch gesehen ist er das. Microsoft wird es zwar mehr und mehr dementieren. Und von daher ist es so, dass wir aber dort letztendlich die gleiche Server-Core-Technologie haben, die wir heute auch sehen werden im Rahmen der Live-Demos gleich. Jetzt gibt es noch einen Track des Windows Servers, den es nur als Server Core gibt, und zwar den sogenannten Semi-Annual Channel. Wir kennen typischerweise den Windows Server im Long-Term Servicing Channel. Das ist das Produkt, was sich heute Windows Server 2019 nennt, was in der Vorgängerversion der Windows Server 2016 war und so weiter zurück. Davor 2012, R2, 2012. Dort konnten wir jeweils schon optional als Server Core installieren. Den Server Core gibt es seit Windows Server 2008. Mit Windows Server 2008 hat Microsoft diese neue Installationsoption eingeführt bzw. zur Verfügung gestellt, dass wir die grundsätzlich nutzen können. Jetzt gibt es schon eine geraume Zeit den sogenannten Semi-Annual Channel. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne keine Praxisszenarien, wo der Semi-Annual Channel genutzt wird. Weil anfangs war die Idee von Microsoft am Semi-Annual Channel, okay, den gibt es nur als Server Core. Das ist schon mal eins, was man wissen muss und was sicher nicht absolut zur Akzeptanz beigetragen hat. Aber da würde ich für mich sagen, Server Core ist fein. Ich bekomme, das war die initiale Idee, mit dem Semi-Annual Channel zweimal im Jahr eine neue Windows Server Version.
Jetzt ist zweimal im Jahr ganz schön sportlich. So haben wir es beim Windows Client. Und beim Windows Client ist es noch so, dass es Kunden gibt, die damit ja kämpfen. Beim Server wäre das sicher noch stärker der Fall. Also ich hätte gesagt, naja, mir reicht auch einmal im Jahr eine neue Version. Aber die Idee von Microsoft war, die Release-Zyklen von 2 bis 3 Jahren, die wir sonst haben, zu verringern. Jetzt hatte die erste Version des Server Core, Entschuldigung, des Semi-Annual Channel Servers, den es nur als Server Core gibt, kein Storage Spaces Direct enthalten. Das war eine Windows Server 2016 Version, die aber ohne Storage Spaces Direct kam. Das hat natürlich zu wilden Spekulationen geführt, wo Kunden sagten, oh, Microsoft hört mit Storage Spaces Direct auf und so weiter. War nicht der Fall. Man hat bloß festgestellt, man kriegt das nicht so schnell da rein entwickelt in diesen Semi-Annual Channel. Für die zweite Semi-Annual Channel Version war das dann groß angekündigt. Aber kurz vor dem Release-Zeitpunkt hat man dann wieder festgestellt, oh, wir machen da gar kein Storage Spaces Direct rein in diese Semi-Annual Channel Version. Und wir empfehlen den Kunden einfach, das nur von für Container Workloads zu verwenden. Und das ist es letztendlich heute. Das heißt, wenn ich mir überlege, was lasse ich denn für ein Workload auf dem Semi-Annual Channel laufen? Nicht mein File-Server, nicht mein Applikations-Server, nicht mein Hyper-V-Host, Storage Spaces Direct ist technisch gar nicht drin. Empfohlen nur und eigentlich auch nur dafür einsetzbar für Container-Workloads. Ja, für Container-Workloads habe ich in Zukunft aber auch das Azure Stack HCI Operating System. Das heißt, der Semi-Annual Channel ist für mich ein Kanal, der jetzt wenig Relevanz hat. Ich kenne da keine Zahlen dazu, aber was jetzt so meine Kunden Kontakte und Gespräche angeht, ist das auch global so zu sehen. Wie das jetzt Microsoft handhabt, weiß ich nicht. Soll euch bloß sagen, wenn ihr ein Installationsmedium habt, wo ihr nur als Server Core installieren könnt, dann habt ihr entweder einen kostenfreien Hyper-V-Server oder ihr habt ein Azure Stack HCI OS Medium, dann sagt es aber auch gleich am Anfang, hallo, ich bin Azure Stack HCI OS. Oder ihr habt ein Medium aus dem Semi-Annual Channel Kanal. Das solltet ihr dann nicht nutzen, weil den Semi-Annual Channel dürft ihr sowieso nur verwenden, wenn ihr eine Software Assurance habt. Jetzt ist es technisch kein Problem. Ihr lizenziert Windows Server 2019 Standard oder Data Center als OEM-Lizenz, fügt eine Software Assurance hinzu und alles ist fein. Aber ihr werdet das nicht nutzen wollen im Regelfall. Das bedeutet, solltet ihr bei der Installation nicht so wie ich es gleich zeige, 2 oder 4 Optionen zur Auswahl haben, sondern nur die Server Core Option, dann habt ihr definitiv ein Medium aus dem Semi-Annual Channel Kanal und damit für 99% der Einsatzszenarien aus dem falschen Kanal. Das können wir recht pauschal sagen, weil für die meisten Fälle wird es nicht passen. Um dieses Slide kurz fertig zu machen, auch der Windows Server VNext ist übrigens fest zu erwarten, der wird aber eine grafische Oberfläche haben. Windows Server VNext wird inklusive GUI erscheinen, das heißt, auch wenn Microsoft auf der grafischen Oberfläche keinen großen Fokus mehr hat, wird es nicht so sein, dass der in der nächsten Version die GUI gleich rausfällt, sondern das wird irgendwie so mittelfristig passieren, was aber Microsoft ganz sicher schon sagt. Wir haben keine Weiterentwicklungen mehr in der grafischen Oberfläche. Das heißt, die grafische Oberfläche in der nächsten Version des Windows Servers wird so ausschauen wie heute und es werden da keine herausragenden neuen Funktionalitäten zu erwarten sein, die dort dazukommen. Gut, jetzt schauen wir mal ein bisschen live rein. Ich habe uns mal 2 VMs vorbereitet, auf denen noch kein Server Core installiert ist. Und das wollen wir zusammen machen. Server Core kann ich auf einem physischen Host oder in der VM installieren. Ich konnektiere mich mal auf den Server 17 hier und diese virtuelle Maschine starte ich einfach. Das ist also einfach eine leere VM-Hülle, in der ich eine Windows Server 2019 ISO gemountet habe. Und das Startprozedere, das sieht letztendlich immer gleich aus. Hyper-V, Maschine startet. Jetzt wisst ihr, ich bin ein großer Fan von englisch installierten Servern. Ich stelle aber trotzdem mein Tastaturlayout und so weiter und meine Region natürlich auf Deutschland um. Gehe dort auf Weiter.
Jetzt möchte ich Windows Server 2019 installieren. Keine Sorge, da wird noch nicht installiert. Da werden erst Dinge vorbereitet, es werden Dinge analysiert, also noch absolut unkritisch hier. So, und jetzt habe ich vier Optionen zur Auswahl. Ob mir jetzt hier vier Optionen angezeigt werden oder ob ich vorher nach einem Product Key gefragt werde, das hängt ein bisschen von dem Vertriebskanal ab, worüber ich diese Lizenz habe. Also es hätte auch im Schritt 1 weiter vorher eine Abfrage nach dem Product Key kommen können. Dann hätte ich meinen Key, den ich mit der Lizenz erworben habe, eingegeben und dann würde ich hier nur sehen, entweder wenn ich einen Standard Key eingegeben habe, die zwei Standardeinträge. Oder wenn ich einen Data Center Key eingegeben habe, die zwei Data Center Einträge. Da ich zum einen hier keinen Key eingegeben habe und zum anderen eine Medium habe, wo die Eingabe hier an der Stelle nicht erforderlich ist, trotzdem muss ich es natürlich hinterher aktivieren. Das mache ich bei mir aber über den AVMA Key, weil ich einen Data Center Host drunter habe, ist es so, dass die Key-Abfrage bei mir nicht erfolgt. So, jetzt hängt es natürlich davon ab, was ich installieren möchte, Standard oder Data Center. Und wir sehen, es gibt zwei Auswahloptionen jeweils. Nämlich die erste, da steht dann einfach nur Standard bzw. Data Center. Und bei dem zweiten Eintrag in der Liste steht ein Desktop Experience in Klammern dahinter. Das bedeutet also, das, was standardmäßig ausgewählt ist, nämlich dieses hier, das ist ja, was ausgewählt wäre, wenn ich einfach auf Next klicke. Das ist ein Server Core. Da steht unten dran Recommended. Und hier haben wir viele grafische Elemente, die weggelassen werden. Und wir können das verwalten mit Command Prompt, PowerShell oder Remote mit dem Windows Admin Center. Der Server Core ist Recommended. Das ist die empfohlene Variante als Standard oder Data Center für Hyper-V-Hosts, für Storage Spaces Direct Hosts, für SQL Server Hosts, für Exchange Hosts mit Exchange 2019, für File Server, für Domain Controller, für DNS, für DHCP, also für so unsere gesamten typischen Infrastrukturdienste und Hyperconverged Infrastructure Workloads ist der Server Core die empfohlene Variante. Warum ist er die empfohlene Variante? Naja, zum einen, weil ich in der GUI viele der neuen Funktionalitäten sowieso nicht mehr drin habe. Also Virtualisierung als Stichwort, Nested Hyper-V, dieses Nesting bei der Virtualisierung, das muss ich über die PowerShell aktivieren oder über das Windows Admin Center. In der klassischen GUI geht das nicht. Und so gibt es zig verschiedene Beispiele, zum Beispiel auch die neuen Scheduler von Hyper-V gehen über die PowerShell oder es geht über das Windows Admin Center. Über die traditionelle GUI geht es nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, mit der GUI fühlen wir uns wohl. Es birgt aber auch das Risiko, dass wir auf so einem Server dann plötzlich Dinge ausführen, die da gar nichts zu suchen haben. Bei einem Hyper-V-Host ist es ja so, dass wir eine Architektur haben, die, wenn ich das mal kurz visualisiere, na, wo ist meine Maus? Jetzt müssen wir mal schauen. Eigentlich müsste, ah ja, hier ist sie. Wenn ich das mal kurz visualisiere, Hyper-V schaut ja letztendlich so aus. Wir haben als Basis unsere Hardware, dann haben wir unseren Hypervisor obendrauf und dann haben wir unser Parent OS. Dieses erste OS, das spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Also, das hier wäre der Parent und dann haben wir hier unseren Hyper-V und unten drunter haben wir die Hardware. Naja, und unsere Gäste, das sind dann letztendlich Säulen, die hier so nebendran stehen. Das sind blau gemalte, das sind unsere Guests. Jetzt sollte der Parent möglichst schlank sein. Das heißt, keine zusätzlichen Dienste auf dem Parent. Wenn wir über Hyper-V sprechen, dann erkläre ich ja immer, kein Domain Controller in den Parent rein installieren. Der gehört in so ein blaues Kästchen, aber nicht in das rote. Kein SQL Server, kein Exchange oder sonstiges, auch keine anderen Datenbanken, keine zusätzlichen Dienste, keinen zusätzlichen Workload. Naja, jetzt ist aber auch ein zusätzlicher Workload, wenn ich am Parent die PowerShell-Konsole starte. Es ist ein zusätzlicher Workload, wenn ich am Parent den Hyper-V-Manager starte, wenn ich dort sonstige Management-Tools starte, wenn ich dort einen Webbrowser starte. Das sollte ich im Idealfall alles nicht tun.
Das heißt, der Parent sollte sich nur um das Bereitstellen von Ressourcen für Hyper-V kümmern. Das wäre die Empfehlung an der Stelle. Und ich kann Webbrowser auf dem Client nutzen. Ich kann die PowerShell auf dem Client nutzen, um den Server fernzuwarten. Ich kann das Windows Admin Center verwenden, was auf einem anderen System installiert ist, um diesen Rechner zu verwalten. Das muss da alles nicht drauf. Jetzt weiß ich auch in der Praxis, das ist natürlich praktisch, wenn es da ist. Aber wenn wir es perfekt machen wollen, dann lassen wir uns hier gar nicht in Versuchung führen, sage ich mal, und packen solche Dinge da gar nicht drauf. Am besten auch kein Webbrowser, denn das führt dann nur zu potenziell gefährlichen Situationen. Jetzt installiere ich mal einen Server Standard als Server Core. Ist viel schlanker als der grafische Server, deswegen wird das Setup auch recht flott durchlaufen. Ich akzeptiere den Lizenzvertrag. Ich mache eine Custom Installation. Oh, dazu wichtig. Es gibt ja ein Upgrade. Upgrade würde funktionieren. Zunächst mal vom Grundsatz her, wenn ich einen Windows Server mit einer installierten Vorgängerversion starte, mich dort anmelde und dann das Windows Server 2019 Setup starte. Das geht von N-2 Versionen. Das heißt, ich könnte ein In-Place-Upgrade machen von Windows Server 2016 und oder von Windows Server 2012 Release 2, aber nicht von Windows Server 2012. Der ist schon zu alt. An der Stelle. Da muss mindestens 2012 Release 2 sein. Jetzt kann ich aber mit so einem Upgrade nicht von Server Core auf GUI wechseln oder umgekehrt. Das heißt, ein Server mit GUI muss ich immer upgraden auf einen Server mit GUI oder ein Server Core auf einen Server, der Server Core ist. Also wählen wir hier Custom. Ich möchte eine benutzerdefinierte Installation. Ich wähle den Speicherplatz aus und jetzt wird installiert. Jetzt wird uns hier ein Server Core bereitgestellt. Ja, er überlegt hier gerade ein bisschen, das liegt aber an meinem Host. Ich weiß nicht, was da gerade kurz zur Verzögerung geführt hat. Und jetzt geht es weiter. Jetzt installiert er Getting Files Ready for Installation. Das dürfte recht flott gehen. Denn so ein Server mit GUI belegt ungefähr 10 GB Speicherplatz auf meinem Storage-System. Das sind natürlich Daten und Bits und Bytes, die erstmal übertragen werden müssen. Mein Server Core, der hat weniger als die Hälfte. Der hat 4, irgendwas Gigabyte, was er an Speicherplatz belegt. Naja, während er installiert, mache ich das mal mit dem Server 18 auch noch. Dann haben wir noch einen zweiten, wenn wir den für irgendwas brauchen. Oder wenn der eine mal bei irgendeiner Konfiguration ein bisschen länger brauchen sollte, also einfach hier nochmal eine Installation anstarten, Server 18. Und wir haben hier jeweils unsere Sprachinformationen. Ich möchte jetzt installieren. Und ich wähle Data Center, nicht Data, Entschuldigung, ich wähle da Standard, passt. Warum sollte ich Data Center installieren? Naja, wenn wir in der VM ein Storage Spaces Direct implementieren wollen würden, könnte Data Center einen Sinn machen. Wollen wir nicht, ich wähle also Standard aus, gehe auf Next, auch ohne Desktop Experience und akzeptiere wieder den Lizenzvertrag und installiere das Ganze. So, jetzt haben wir hier zwei Server Core Systeme, die installieren. Mein erster startet übrigens schon neu. Das heißt, der ist schon recht weit in der Installation, Phase 2 relativ weit fortgeschritten, startet neu und dann schauen wir uns gleich mal an, was dabei herauskommt. Ein Server Core ist übrigens kein Server ohne Grafik. Er hat eine reduzierte grafische Oberfläche, aber ohne Grafik würde er bedeuten, wir hätten keinen Mauszeiger, wir hätten keine Maus, wir hätten keine Fenster. Das hat der Server Core schon. Also ist es nicht so, dass der eine platte Textkonsole hat, sondern der hat eine Fenster, in dem eine Eingabeaufforderung zur Verfügung steht. Das heißt, da haben wir schon noch Funktionalitäten eines ursprünglich grafischen Systems,
aber eben sehr stark reduziert, um die Angriffsfläche zu reduzieren. Alles, was nicht da ist, muss ich nicht schützen. Und ich brauche auch erheblich weniger Patches. Der Patch-Management-Aufwand ist viel, viel geringer als beim grafischen Server. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und von daher gibt es lohnenswerte Szenarien, wo man so einen Server-Core einsetzen könnte oder sollte. So, jetzt sagte mir ja, vor dem ersten Login muss das Kennwort geändert werden. Naja, das mache ich. Okay, der bekommt ein neues Kennwort. Das gebe ich hier mal ein. Und ihr seht, aha, das ist textbasiert, aber es ist ein Fenster. Ja, ich kann das hier schon verschieben. Gut. So, jetzt brauche ich hier die Bestätigung des Kennworts. Password has been changed. Okay. So. Jetzt bin ich im Server Core drin. So, typische Frage, was passiert denn, wenn ich die Eingabeaufforderung schließe? Naja, dann ist das Fenster schwarz. Ja, da habe ich nichts mehr. Ja, alles leer. Ich habe kein Startmenü. Ich habe keinen Desktop. Ich könnte mich abmelden und wieder anmelden. Dann wäre es wieder da, diese Eingabeaufforderung. Die wird automatisch beim Login geladen. Ich könnte aber auch hier mal Steuerung Alt Entfernen drücken und könnte sagen, ich mache mal einen Task Manager auf. Auch den gibt es nämlich. Unter More Details könnte ich dann sagen, ich schaue mir mal an. Ja, und so weiter. Performance, das geht alles. Ihr seht grafisch, aber trotzdem reduzierte grafische Oberfläche. Hier im Hintergrund sehen wir keine Grafik, kein Startmenü, keine Taskleiste, kein Desktop. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, unter File einen neuen Task auszuführen. Das kann CMD sein. Und schon habe ich meine Eingabeaufforderung zurück. Also, sowas geht natürlich. Man kann da durchaus flexibel agieren, aber reduzierte grafische Oberfläche. Ganz, ganz wichtig, da immer dran denken. Es geht auch, dass ich ein Notepad aufmache. Machen wir mal. Zack, da habe ich ein Notepad. Ich kann übers Notepad, das ist übrigens ein schöner Trick, ich mache es nochmal zu, weil der Explorer geht nicht. Ja, sagte mir, kennt er nicht. Jetzt, wenn ich das Notepad nehme, könnte ich aber über das Notepad natürlich über die File-Struktur browsen, wenn ich irgendwo mal einen Pfad brauche und es grafisch machen will. Also es gehen hier schon ein paar Dinge, aber man merkt, der Server Core ist reduziert. Er hat aber ein explizit für den Server Core gedachtes Konfigurationsmenü, was textbasiert arbeitet. Wenn ich hier eine Eingabeaufforderung, ein sconfig eingebe, dann wird das Screen plötzlich blau. Ich bin jetzt hier in meiner Server Configuration und jetzt kann ich über die Auswahloptionen hier vorne verschiedene, sagen wir mal, wichtige Basisaktionen ausführen. Aktion 1, Domain oder Workgroup ändern. 2, Computername ändern. 3, lokalen Administrator hinzufügen. 4, Remote Management konfigurieren, das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ich jetzt von einem anderen System aus dieses System remote verwalten will, dann brauche ich da eine GUI, Windows Update Settings, dann Option 6, Updates herunterladen und installieren, 7 Remote Desktop. Ja, der Server Core kann RDP bereitstellen. Wenn ich mich jetzt aber per RDP auf diesen Server Core verbinde, dann habe ich wieder nur eine Eingabeaufforderung. Also da dürfen wir nicht Dinge miteinander verwechseln. RDP heißt nicht, ich bekomme vollständig grafischen Desktop, sondern RDP heißt an der Stelle, ich bekomme halt über das RDP-Protokoll die Inhalte, die dort angezeigt werden, auf einem Remote-System dann entsprechend zur Verfügung gestellt und angezeigt. Dann könnten wir die Network-Settings hier anpassen. Datum und Zeit haben wir hier. Dann unsere Telemetrie-Settings. Windows Activation wäre hier konfigurierbar. Log-Off-User, Restart-Server, Shutdown-Server und Exit-to-Command-Line. Naja, jetzt würde ich sagen, wir versuchen mal so die ersten Schritte an dem System durchzuführen. Ich wähle also mal die Option 2, den Computernamen. Wollen wir dort ausführen. Was ist der neue Computername? Der heißt bei mir D110-SRV17. Ich will er neu starten. Ja, darf er. War wieder ein Fenster, was hochgekommen ist. Wobei, das könnten wir sogar einstellen, ob er das textbasiert abfragt oder ob dort ein Fenster aufpoppt. Wir merken, der ist rasend schnell wieder da. Es ist bei mir eine virtuelle Maschine, der geht sowieso schneller. Aber auch für die VM ist der unheimlich schnell.
Der Server-Core, weil er eben auch relativ wenig ja, beim Start verarbeiten muss. Er muss da nichts aufwendig Grafisches laden. Ich gehe nochmal ins S-Config rein. Wir sehen, der heißt jetzt D110 SAV 17. Jetzt soll der in die Workgroup. Also gehe ich mal auf 1, Domain Workgroup, und ich wähle die Option D. Also ich gebe einfach eine D ein für Domain. Und meine Domain heißt mhdemolab.de. Ein User, der das darf, mhdemolab/administrator. Und ein Kennwort. Könnte sein, dass ich mich vertippt habe. Wollen wir Computernamen ändern? Nein. Wollen wir neu starten? Yes. Das müssen wir machen. So, jetzt ist der neu in der Domäne. Da dauert es immer ein Momentchen länger. Aber auch jetzt ist es schon fertig. Jetzt möchte ich mich anmelden. Ich drücke wieder STRG ALT entfernen. Aber Vorsicht, ich will mich nicht als lokaler Admin anmelden. Deswegen drücke ich einmal Escape. Ich drücke nochmal Escape und wähle dann andere User. Ja, das ist hier der wichtige Punkt. Also zweimal Escape und dann hat man hier die Auswahloption. Anderer User, ursprünglich stand das auf Administrator, muss man wissen, weil wenn ich jetzt irgendwelche Applikationen installieren will oder so, macht das ja unter Umständen durchaus einen Unterschied, in welchem angemeldeten Kontext ich da dran bin oder auch wenn ich einen Domain-Controller später als zusätzlichen DC konfiguriere. Also ich wähle hier Other User aus, zack. Der Username ist mhdemo, ah, ich mache es anders, ich mache Administrator. @mhdemolab.de. Dann habe ich ein Passwort. Und ich rufe dann S-Config auf und bin hier wiederum in meinem Auswahlmenü. Jetzt Network Settings habe ich nicht gebraucht, weil ich habe einen DHCP-Server im Netzwerk. Da hätte ich aber über die Option 8 dann natürlich auch eine statische IP-Adresse konfigurieren können. Datum und Zeit. Naja, was jetzt sicher interessant ist, über die Option 6 Updates herunterzuladen. Naja, und man wird schon feststellen, wenn ich jetzt hier auf dem A drücke für All, es gibt schon auch für den Server Core Updates. Also es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen, dass es für den keine Aktualisierungen gibt. Also es wäre sowieso schlecht, wenn es keine gibt. Aber es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, wir brauchen dort keine. Wir benötigen schon Updates. Aber halt viel, viel weniger als beim grafischen Server. Wenn ich das gleiche System mit dem grafischen Server installiere, dann hätten wir hier einen viel längeren Update-Prozess, weil die Anzahl der Bits und Bytes, die heruntergeladen werden, viel umfangreicher sind. Ich gebe jetzt hier mal A ein für alle. Und schon lädt er die Updates herunter. Und was hatte ich denn gesagt? Herunterladen und installieren, meine ich. Im schlimmsten Fall fragt er dann gleich nochmal nach der Installation. Also an sich recht unkompliziert. Ich muss mir halt ein bisschen überlegen, wie mache ich denn jetzt weiter mit der Verwaltung des Systems? Naja, und da ist unser bester Freund das Windows Admin Center. Und fürs Windows Admin Center habe ich hier uns mal ein System vorbereitet. Ich meine, ich habe das Windows Admin Center noch nicht installiert. Wir schauen nochmal rein. Das habe ich aber eigentlich bewusst nicht gemacht, weil ich wollte da mit euch die aktuellste Version installieren. Schauen wir mal rein. Windows Admin Center. Genau, wenn ihr die aktuellste Version des Windows Admin Centers braucht, nehmt ihr einfach ein aka.ms/wac-download. Das führt euch immer zur aktuellsten Version des Windows Admin Center. Hier wird es heruntergeladen. Das Windows Admin Center ist 70 Megabyte ungefähr groß. Ist also recht unkompliziert, ist ein kleines Package. Was wir jetzt gleich machen, wir installieren auf diesem Server das Windows Admin Center. Vorausgesetzt ist nicht schon drauf. Das schaue ich mir jetzt gleich mal an. Nee, da ist nur der Edge-Browser drauf. Und in dieses Windows Admin Center binden wir dann unseren Server Core ein, weil damit wird es richtig spannend und richtig rund, wenn wir sagen, wir verwalten den Server Core über das Windows Admin Center. Übrigens könnten wir auch das Windows Admin Center auf dem Server Core installieren. Das würde ich aber bitte nicht machen. Entweder wir haben einen Management-Server, das wäre bei mir der WAC02, wo ich es installiere, oder ich würde es halt auf einem Client installieren. Das geht ja auch. So,
Wir haben das Windows Admin Center in der Version 2009. Naja, das war schon da. Ich habe es jetzt hier nochmal heruntergeladen. 2009 ist die aktuelle Version. Das installieren wir hier einfach mal. Ist sehr unkompliziert. Nehmen selbst signiertes Zertifikat, einfach für Test- und Demo-Zwecke, und das Windows Admin Center wird mit den Standardeinstellungen installiert. Das heißt, da war nichts irgendwie schon da oder irgendwie groß vorbereitet, sondern wir hängen jetzt in ein neues Windows Admin Center, ein neu installiertes Windows Admin Center, unseren Server Core hinein, um den dann dort weiter zu verwalten. Und wir haben ja noch einen zweiten Server Core. Schauen wir uns mal an, was macht der erste? Der erste, der installiert gerade Updates. Der zweite, der könnte dann von uns irgendwie mal konfiguriert werden. Das können wir dann gleich machen. Das Windows Admin Center installiert gerade auf dem D110-WAC02. Das ist so der aktuelle Status, das ist so der aktuelle Zustand. Naja, wenn jetzt hier Updates installieren, hier das Windows Admin Center installiert, dann melde ich mich doch einfach mal kurz an dem zweiten Server Core an, dass wir den auch noch soweit fertig konfigurieren. Der hätte auch gern ein Kennwort von mir. Dann meldet sich dort mein User an und über ein sconfig das Ganze konfiguriert. So, jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, ich mache das in einem Aufwasch. Ich ändere nicht zuerst den Computernamen, dann die Domain, sondern ich gehe gleich über die 1 und mache dann ein D für Domain und sage dann, die Domain ist mhdemolab.de. User ist mhdemolab backslash administrator und mein Kennwort, was ich dazu eingebe. So, und jetzt fragt er mich, ob ich einen Computernamen ändern will. Ja, würde ich gerne tun. Neuer Computername ist D110-SRV18. mhdemolab/administrator darf das. Und mein Kennwort. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich das typischerweise in zwei Schritten mache. Ich spare nicht viel Zeit, wenn ich das in einem Durchgang mache. Und es ist halt nicht ausgeschlossen, dass es dabei zum Problem kommt. Also ich bin ein großer Freund von einer granularen Arbeitsweise. Das hat mir so in meiner IT-Laufbahn schon viel, viel geholfen. Das heißt, ich versuche nicht irgendwie mehrere Stunden am Stück was zu konfigurieren und dann am Schluss zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Weil dann müsste ich ja den gesamten Schritt, wenn es nicht funktioniert, wieder durcharbeiten, wo das Problem war, sondern ich versuche da immer granular zu arbeiten. Das bedeutet, eine möglichst granulare Konfiguration abzuschließen, dann zu testen, ob es funktioniert und dann letztendlich weiterzumachen. Das ist in vielen Bereichen hilfreich. Also auch wenn wir uns vorstellen, Hyper-V könnte ich natürlich einen Host installieren, Switche anlegen, VMs anlegen, mit den Switchen konnektieren und so weiter. Und dann stelle ich fest, oh, jetzt geht irgendwas mit der Netzwerkkommunikation nicht. Da habe ich sehr viele Schritte, die ich überprüfen muss. Jetzt, wenn ich natürlich sage, ich lege mal einen virtuellen Switch an, mit oder ohne Teaming, dann probiere ich, ob die Kommunikation geht, dann teste ich, ob ich SMB richtig konfiguriert habe, dann gehe ich weiter zum Anlegen der VMs, die konnektiere ich, dann habe ich schön Schritt für Schritt auch immer gleich die Verifizierung, ob dann das jetzt alles so geklappt hat. So, Server 18, auch hier zweimal Escape, weil ich bräuchte einen anderen User und ich hätte gern den Administrator nicht lokal, sondern den Domain-User nehme ich hier. Ist natürlich nicht der Domain-Admin sein, aber ist meine Demo-Umgebung, in der ich hier gerade unterwegs bin. Gut, jetzt haben wir zwei Server-Core-Systeme und ich bin mir sicher, unser Windows Admin Center ist auch erfolgreich installiert. Das heißt, da kann ich jetzt direkt zugreifen als mhdemolab-Administrator. Und das zugehörige Passwort.
Perfekt, Windows Admin Center lädt in der neuen Optik. So, jetzt wollen wir mal zum Windows Admin Center unsere beiden Server-Core-Systeme hinzufügen. Füge dort hinzu die 110-SRV17. Wie gesagt, ich brauche da nicht zwingendermaßen einen zusätzlichen Server dafür. Das könnte auch ein Client sein, den ich dort verwende. Und den Server 18 fügen wir gleich noch mit hinzu. Der braucht jetzt vielleicht gerade einen Moment länger, weil das ist ja der Server 17, der gerade Updates installiert, Installing Updates. Hätte ich vielleicht erst den 18er nehmen sollen, weil mit dem 18er möchte ich euch dann jetzt sowieso gleich etwas zeigen. Und es hat noch einen anderen Grund, warum es etwas dauert. Er hat hier einige Extensions aktualisiert und weist mich auch darauf hin, dass es ein Extension-Update gibt. Also da müssen wir jetzt einfach einen Moment Geduld haben, weil es ein komplett neues Windows Admin Center ist, dass das dann gleich alles richtig, also bis das alles aktualisiert ist und er dann den Server 17 korrekt hinzufügt. Wir hätten alternativ natürlich auch im Active Directory danach suchen können. Ist auch eine Option, die besteht und die recht komfortabel ist an der Stelle. Da lohnt sich übrigens immer, dem Windows Admin Center einen Moment Zeit zu geben. Also da nicht unruhig werden, weil es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder ist es erfolgreich, dann nutze ich das so, oder ist es nicht erfolgreich, dann suche ich nach einem Fehler. Also es hilft jetzt nichts, wenn wir da jetzt panisch werden, weil es gerade mal ein bisschen länger dauert. Und das muss ich natürlich zugeben, es ist gerade viel länger. Also normalerweise geht es recht flott, wo die Systeme dort reingehen. Ja, er hat ihn gefunden, Validating Name. Also es lag wirklich daran, dass eben mein System hier gerade mit vielen Dingen beschäftigt ist, was jetzt aber sicher nicht den Host angeht. Da gehe ich davon aus, der hat genug Ressourcen, aber es ist sicher ein Problem der beiden VMs, die da gut mit sich beschäftigt sind. Wir sehen jetzt auch, das Validating Names dauert wieder noch ein Momentchen. Gut, ich möchte ihn hinzufügen. Server 117 oder Server 17, perfekt. Dann fügen wir jetzt noch den Server 18 hinzu. Gehen wir mal zur Active Directory. Natürlich könnte ich hier sagen, ich will das einfach mal komplett durchsuchen. Dann haben wir hier unsere einzelnen Server und der Server 18 ist der, der dazu soll. Ja, den hätte ich gerne. Zack, und ja. Hat jetzt mehrere Gründe. Also zum einen ist auf dem Server 18 nichts los. Und zum anderen ist es so, dass natürlich auch mein Windows Admin Center jetzt im Hintergrund die Aktualisierungen abgeschlossen hat. So, was ich euch jetzt zeigen wollte, wir hatten ja die Updates installiert am Server 17. Der will jetzt neu starten, das darf er. Yes. Also wir hatten an dem Server 17 etwas mehr über das S-Config gemacht, aber immer noch nicht herausragend viel. Da ging noch einiges mehr natürlich an dem System selbst, dann auch über PowerShell und die Eingabeaufforderung. Aber den Server 18, den haben wir ja wirklich nur in die Domäne aufgenommen. Mehr haben wir da nicht gemacht. Sobald der im Netzwerk erreichbar ist und ich mich an dem System authentifizieren kann, am komfortabelsten geht das nun mal in der Domäne, kann ich mich darauf verbinden. Hier hätte ich jetzt gerne nochmal meine Credentials, weil da einfach diese Sitzung noch nicht genutzt wurde auf dem System. Da habe ich ihm jetzt gesagt, bitte nehmt die Credentials für alle Verbindungen, solange meine Sitzung hier läuft. Und jetzt schauen wir mal rein, weil jetzt kann ich natürlich meinen Server 18 trotz des Server Core sehr komfortabel verwalten. Und eine erste Sache, die ich euch zeigen möchte, ist das Thema Windows Update. Ja, wenn ich hier reingehe, gehe ich auf Updates. Und was wir am Server Core vorhin direkt über das S-Config gemacht hatten, mit etwas limitierten
Funktionalitäten, aber ich hätte natürlich dann über die PowerShell noch viel mehr Möglichkeiten gehabt. Kann ich hier natürlich in den Settings festlegen, wie soll der sich verhalten? Das wäre im S-Config, glaube ich, Auswahloption 5 oder 6 oder sowas gewesen. Dann könnte ich hier aber auch sagen, ah, super, das sind die drei Updates, die er hier gefunden hat. Ich könnte nach neuen suchen, ich habe eine Update History und ich könnte hier dann natürlich sagen, ich möchte dann die Updates, die ich auswähle, zack, installieren. Andere Experience, gleicher Effekt. Ich habe die Updates ausgewählt, die werden heruntergeladen, die werden auf dem Server platziert. Naja, jetzt schauen wir mal, was mit unserem Server 17 los ist. Ich gehe aufs Windows Admin Center hoch. Die Updates installieren übrigens weiter, da muss ich nicht dabei bleiben. Das macht ja der Server. Das Admin Center hat die Anweisung erteilt, die Installation macht der Server. Jetzt gehe ich auf den Server 17. Ah, gut, da können die natürlich das Problem haben, dass der gerade noch startet. Nö, der ist aber da. Also schauen wir mal, Server 17. Dann sehen wir, ich habe Zugriff aufs Event Log. Ja, ich habe Zugriff auf die PowerShell Remote, auf die Prozesse, auf die Registry. Ich kann die Firewall Remote konfigurieren. Also für mich eine tolle Sache. Ich habe hier Funktionalitäten, die ich sonst aus dem Server Manager kenne. Ich kann das System neu starten, ich kann es herunterfahren. Ich habe gleich so Leistungsinformationen. Das heißt, im Windows Admin Center wird mir nicht groß fehlen, dass der Server 17 keine GUI hat. Wenn ich jetzt aber auf dem Server 17 etwas installieren muss, außer Updates, zum Beispiel ein SQL Server in der Core-Variante oder ein Exchange Server in der Core-Variante, naja, dann werde ich da an die Konsole ran müssen. Das kann ich auch übers Admin Center, da bin ich flexibel, aber egal, wie ich das mache, ich habe halt hier da eine Eingabeaufforderung. Und dann muss ich halt so Dinge machen, wie, dass ich hier reingehe und sage, naja, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Wo ist meine Installationsquelle? Wie rufe ich das Setup auf? Welche Parameter brauche ich eventuell? Und das ist halt der Punkt, wo ihr euch, wenn ihr einen Server Core einsetzt, sicher sein solltet, dass ihr damit entsprechend soweit zurechtkommt, dass es dann nicht zu einem Problem wird, wenn ihr auf diese Konsole zurück müsst. Jetzt haben wir eine Frage im Chat. Wie sieht es mit der Installation von Gerätetreibern aus? Die Serverhersteller haben da ja fast alle grafische Installationsmanager, beziehungsweise zumindest die Treiber-Installations-Setups sind grafisch. Das ist gar kein Problem. Ich hatte ja gezeigt, also ich habe jetzt hier in der VM keinen Gerätetreiber, aber wenn ich hier mal oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier Notepad reingeschrieben. Ich wollte hier Notepad reinschreiben. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Das geht ja grafisch auf, ja. Ich könnte hier übers Notepad sogar, wenn ich im File Open gehe und sage, ich hätte hier gern alle Files, ja, dann könnte ich hier reinbrowsen und könnte hier sogar irgendwo eine Exe ausführen. Das heißt, rein ein grafischer Installer ist noch kein Problem. Ein Installer ist dann ein Problem, wenn er zum Beispiel auf Komponenten des Explorers zurückgreifen würde, weil da haben wir ja gesehen, den gibt es nicht. Das heißt, der Gerätetreiber muss schon für den Server Core getestet sein und auch der Installer für diesen Gerätetreiber. Aber bloß weil der ein grafisches Setup hat, heißt das nicht, dass das am Server Core nicht geht. Das hat gerade jetzt auch wieder das Azure Stack HCI Operating System gezeigt, das Azure Stack HCI OS. Sind ja die Hersteller gerade am Zertifizieren ihrer Systeme. Das soll ja Ende des Jahres erscheinen. Und das Azure Stack HCI OS gibt es nur als Server Core. 99% der Treiberinstallationen sind ja wohl ganz problemlos gelaufen. Also von daher, das ist noch nicht unbedingt ein Problem, aber ja, wir haben nicht alle Windows-Komponenten da drin. Genau, und da ist auch gerade schon die Antwort. Auf den Server kopieren und dann in der CMD ausführen. So, gibt es eine Empfehlung, ob die Features on Demand auf dem Core installiert werden sollen? Nein, weil der Server Core, der sollte so schlank bleiben wie nur irgendwie möglich. Wir können technisch auf einem Server Core einen Edge-Browser installieren. Der neue Chromium-basierte Edge-Browser lässt sich hier installieren. Würde ich aber nicht machen. Ja, nee, ich will es hier auch gar nicht machen.
Es würde funktionieren, könnt ihr mir glauben. Ich will es aber explizit nicht machen. Nicht, dass irgendjemand das gerade mitkriegt und sagt, der Manfred hat da einen Edge-Browser installiert. Nein, könnten wir machen. Ein Windows Admin Center könnten wir installieren. Ich könnte mir meinen Windows Admin Center Installer hier rüber kopieren und könnte den installieren. Aber das sollten wir nicht machen. Der sollte so schlank wie möglich bleiben. Features on Demand sollten wir hier nicht reinbringen, es sei denn, wir brauchen sie. Und Features on Demand brauche ich eventuell, brauche ich unter Umständen, wenn ich hier halt irgendwelche zusätzlichen Applikationen installiere. Und Features on Demand ist ja für genau die Applikationen, die nicht explizit für einen Server Core optimiert sind. Da bringe ich dann sogar wieder einen Explorer mit rein über die Features on Demand. Aber das ist nicht die Idee des Server Core, dass ich den möglichst weit wieder aufbaue, sondern eigentlich ist eher die Überlegung, ob ich den Server Core noch weiter härte und vielleicht bestimmte Dinge dort rausschmeiße, die ich nicht unbedingt brauche. Gut, das zu euren Fragen an der Stelle. Updates haben wir installiert. Ins Windows Admin Center haben wir das Ganze eingebunden. Wir haben das S-Config gesehen, das war mir wichtig an der Stelle, denn das ist ja alles, was wir brauchen, um den Server überhaupt mal in die Lage zu versetzen, dass hier die grundlegende Konfiguration funktioniert. Gut, damit würde ich an der Stelle nochmal auf die Präsentation rüberschalten. Also alle Gerüchte zum Windows Server, dass der nächste keine GUI mehr hätte, sind nicht korrekt. Zumindest wenn Microsoft hier sein Wort hält. Denn Microsoft hat offiziell gesagt, dass auch der nächste Server eine grafische Oberfläche bekommt, die aber nicht weiterentwickelt wird. Das heißt, es sind dort keine großen neuen Features zu erwarten, die wir dann dort verwalten können. Okay, damit hoffe ich, dass wir uns am kommenden Montag wiedersehen. Da werden wir, das ist die falsche Darstellung, da werden wir dann den Server Core als Domain Controller konfigurieren. Und zwar schauen wir uns mehrere Varianten an. Wir konfigurieren am 9. November den Server Core als ersten DC, als zusätzlichen DC, als DNS-Server. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Zeit für weitere Dienste wie DHCP. Das ist sicher eine ganz interessante Sache. Dann haben wir gerade noch eine Frage im Chat? Kann ich auf dem Server Core einen Webserver bzw. FTP-Server installieren und gegebenenfalls einen SSH-Server? Der Server Core kann Webserver sein, der kann IIS laufen, ja, wenn es der von Microsoft sein soll. Das könnte aber natürlich auch ein anderer Server sein, über den ich dann FTP mache. Also ich kann natürlich über Microsoft IIS einen entsprechenden FTP zur Verfügung stellen. Das könnte aber auch ein anderer FTP-Server sein. Ja, geht explizit. Also Server Core heißt nicht, dass ich da nichts installieren kann. Das war beim Nano-Server so. Beginnend mit Windows Server 2012 Release 2 hatte Microsoft drei Installationsvarianten, nämlich den grafischen Server, den Server Core, den wir uns gerade angeschaut haben, und den Nano-Server. Der Server Core, das ist der Server, der ungefähr einen Footprint von 5 GB hat. Also der grafische Server 10 GB, Server Core 5 GB ungefähr. Der Nano-Server, den es auch heute noch gibt für Container-Workloads, der hat einen Footprint von 300 MB. Jetzt kann man sich das vorstellen. 300 Megabyte, das ist nur noch ein Zwanzigstel ungefähr von dem Server Core. Da fehlen natürlich so essentielle Komponenten von Windows. Am Nano-Server konnte ich wirklich keine klassischen Applikationen nachinstallieren. Das war aber der Nano-Server. Der Server Core, der erlaubt es mir durchaus, dort etwas zu installieren. So, dann haben wir eine Frage und ein Problem. Wenn ich vom kostenfreien Hyper-V Core den Aktivierungsschlüssel gelöscht habe, wie bekomme ich da die Aktivierung wieder zurück, außer neu zu installieren? Muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich überfragt. Da wäre nämlich die Frage, was ist denn da genau passiert? Den kostenfreien Hyper-V-Server, soweit ich weiß, installiere ich, aktiviere ich und eine Reaktivierung scheint dann nicht mehr zu funktionieren. Also da bräuchte ich ein bisschen mehr Informationen dazu. Das kann ich so pauschal nicht beantworten.
Aber die Frage Neuinstallation hilft natürlich immer, aber das ist nicht unbedingt das Ziel, was wir erreichen wollen. Also vielleicht da einfach nochmal ein bisschen Details schreiben, was da genau passiert ist. Gut, also Server Core geht's weiter. Nächste Woche Montag Konfiguration als Domain Controller manfredhelber.de Download bzw. Downloads gibt es alle Informationen dazu. Wenn ihr so insgesamt zum modernen Arbeitsplatz euch ein bisschen auf dem aktuellen Stand halten wollt, haben wir ja am 25. und 26. November unseren Modern Workplace Web Day. Da freue ich mich sehr, wenn ihr euch anmeldet. Veranstaltung ist kostenfrei. 2 Tage sind's. Unter manfredhelber.de/webday kann man sich anmelden zu dieser zweitägigen Agenda, wo es auch Themen rund um Windows Server gibt, aber natürlich auch Windows Client, Teams, Devices und alles, was dazugehört. Also manfredhelber.de/webday, da seid ihr mit dabei. Und vielleicht wart ihr in der vergangenen Woche dabei bei unserem Webday zum Thema Exchange. Hatten wir grandioses Feedback, allein schon durch die Teilnehmer. Wir hatten über den Tag verteilt am 29. Oktober mehr als 800 Live-Teilnehmer, die dort live reingeschaut haben. Das ist wirklich herausragend. Also da vielen Dank allen, die dabei waren. Und wer es verpasst haben sollte, unter manfredhelber.de/webday kann man auch den zum Thema Exchange anklicken und sich dort die Aufzeichnung anschauen. Und natürlich findet man die Aufzeichnung von diesem 8-stündigen Event, also 8 Stunden Content, auch auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/manfredhelber. Da habt ihr also viele Möglichkeiten, auf diese Informationen zuzugreifen. Und damit sage ich euch an der Stelle vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und natürlich bin ich noch ein bisschen da für eure Fragen, wenn es welche gibt. Und dann, ja, schau ich mal rein. Muss der Server Core nach einem Microsoft-Update nicht neu gestartet werden? Doch im Regelfall schon. Er braucht viel weniger Updates. Das heißt, ich werde seltener den Fall haben, dass ich einen Neustart brauche im Vergleich zum grafischen Server. Aber wenn er denn dann ein Update-Package bekommen hat, wird er im Regelfall auch neu starten müssen. Da arbeitet Microsoft gerade dran, das zu optimieren, aber das ist noch nicht verfügbar. Also das wäre jetzt sehr spekulativ, dort etwas zu sagen. Ja, da schreibt jemand, ist abhängig vom Update. Das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass das häufig passiert, dass wir nicht neu starten müssen, dann ist das gelogen. Da nehmen sich also der Server Core und der grafische Server nicht viel. Es gibt auch beim grafischen Server Updates, die keinen Neustart verlangen. Aber das ist eher der Ausnahme. Fall. Aber man wird es schon sehr positiv merken beim Server Core. Und deswegen ist er natürlich auch perfekt für so Infrastrukturdienste oder zum Beispiel einen Hyper-V-Host. Wir haben dadurch, dass wir seltener Updates bekommen, seltener die Situation, dass wir Neustart benötigen. Gut, prima. Das waren die Fragen, soweit ich es gesehen habe. Wenn es noch welche gibt, schreibt es einfach rein. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nächsten Montag um 13 Uhr wiederhören unter gleichem Link. Damit sage ich euch vielen Dank fürs Teilnehmen, einen schönen Tag und tschüss.